Alles da, da, da. Aber nur bei Interspar. Alles da, da, da. Das ist der Ö3-Wecker mit dem kommenden Jahresrückblick aufs Jahr 2015 am Silvestertag. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen aufstehen dürfen und haben alle wichtigen Infos und Punkt. Die Ö3-Nachrichten ist Christian Huber. Guten Morgen. Wegen Terrorgefahr keine Silvesterfeiern in der EU-Hauptstadt Brüssel, verstärktes Polizeiaufgebot heute aber auch in Wien. Und Wassersparen, Brunnen tiefer bohren, in einigen Gemeinden im Flachgau in Salzburg droht ein Wassermangel. Das Ö3 Frühjournal, Wetter und Verkehr. Am Punkt, am Punkt. Es ist 7 Uhr. Wir sind aufgrund der Risikoanalyse gezwungen, die Silvesterfeierlichkeiten und das Feuerwerk abzusagen, sagt vor wenigen Stunden Yvan Majeur, der Bürgermeister von Brüssel. Guten Morgen jetzt, Ö3-Korrespondent Tim Kuppel in Brüssel. Guten Morgen. Die Absage kommt sehr kurzfristig. Die Polizei in Brüssel schätzt die Terrorgefahr offenbar trotz der jüngsten Festnahmen noch als zu groß ein. Das hängt ganz klar mit den Razzien und den beiden Verhaftungen von vergangenem Sonntag und Montag zusammen. Die Verdächtigen sollen Anschläge in der Silvesternacht an symbolträchtigen Orten in der Brüsseler Innenstadt geplant haben. Jetzt ist die Nervosität hoch. Es ist eine Bedrohung, die sich gegen Menschenmassen richtet. Am Abend ist mit bis zu 100.000 Menschen hier im Zentrum gerechnet worden. Und die, begründet der Bürgermeister von Brüssel, die könne man einfach nicht alle kontrollieren. Deswegen die Absage. In Wien werden beim Silvesterpfad heute etwa 700.000 Menschen erwartet. Ö3-Reporter Florian Katzinger in Wien. Aus jetziger Sicht, Stand 7 Uhr früh, finden alle Veranstaltungen statt, aber unter verstärktem Polizeischutz. 500 Wiener Polizisten in Uniform und in Zivil werden hier im Einsatz sein. Die Beamten werden vor allem Personenkontrollen durchführen, wie uns Polizeisprecher Roman Haslinger sagt. Die Kollegen wurden besonders sensibilisiert, dass sie vor allem auf verdächtige Gegenstände besonderes Augenmerk legen. Natürlich auch auf auffällig wirkende Personen und jedenfalls natürlich immer wieder genau schauen, wenn sich Menschen in einer größeren Menge ansammeln. Die Wiener Beamten bekommen übrigens Unterstützung aus den Bundesländern. 250 Uniformierte sind für den Abend in die Bundeshauptstadt beordert worden. Berichtet Ö3-Reporter Florian Katzinger in Wien. Und an der Trockenheit in Österreich ändert sich zumindest ein bisschen etwas. Christian Hundorf. Weil ab dem Abend und der kommenden Nacht zeitweise Regen kommt oder auch Schneefall im Flachgau, werden es im Laufe der Nacht ungefähr 7 Liter pro Quadratmeter sein, was es runterregnet. Und im